Lieben, herzlich willkommen in meiner Torten- und Kuchenwelt. Heute kommt wieder ein leckeres Börek-Rezept von mir mit fertigem Jufka. Schmeckt genauso wie Zubörek. Zubörek ist bekannt in der türkischen Küche. Das ist das leckerste Börek, kann ich nur sagen. Und zeige euch gleich die Zutaten dazu. Für die Füllung habe ich 200 Gramm Schafskäse, 100 Gramm geriebene Käse und so einen halben Bund frische Petersilie. Ich werde alles jetzt einfach miteinander vermischen. Ich werde jetzt eine Soße vorbereiten. Dafür habe ich ein Ei, 200 ml Milch und 200 ml Öl. Ich werde das Ganze jetzt miteinander vermischen. Und damit werde ich dann meine Jufkas einweichen. Ich hatte mir fertigen Jufka gekauft und die waren so brüchig und sind auch richtig kaputt gegangen, als ich das Paket geöffnet habe. Aber das ist überhaupt kein Problem. Ich wollte euch einmal zeigen, dass ihr sowas nicht wegschmeißen müsst. Und zwar habe ich jetzt hier ein Blech, ein rundes Blech, was ich mir aus dem türkischen Laden gekauft habe, mit Öl bestrichen und habe dann von dem Jufka einige, die noch im Ganzen geblieben sind, beiseite gelegt. Die werden dann nach unten platziert und einige brauchen wir dann für oben. Dann werde ich reichlich von der Soße über die Jufkas geben. Und die anderen Jufkas, die jetzt richtig kaputt gegangen sind, die werden dann einfach wild, die könnt ihr noch mehr kaputt machen, da verteilt. Für dieses Rezept ist das nämlich genau passend. Aber wichtig ist, dass ihr die Jufkas reichlich mit der Soße bestreichen müsst. Ich gebe dann nochmal ein Jufka drauf, was noch im Ganzen geblieben ist und verteile die anderen wieder. Ich gebe dann in die Mitte die Füllung rein. Dann geht das natürlich wieder weiter. So, ich werde dann wieder ein paar Jufkas aussuchen, die noch im Ganzen sind für die obere Seite. So, und die anderen, die werden dann wieder einfach so kaputt gemacht und wieder in die Mitte verteilt. So, und dann kommen die Jufkas drauf, die noch im Ganzen geblieben sind. Ich habe noch ein bisschen Soße übrig, das lasse ich erstmal beiseite. So, jetzt werde ich meinen Börek einmal schneiden. So, jetzt werde ich über meinen Börek so ungefähr 50 ml Mineralwasser gießen. Das ist einfach selten. Das ist dann so ungefähr ein Teeglas bei mir. Ich werde es einfach darüber gießen und lasse es dann so ungefähr eine halbe Stunde einziehen. Danach werde ich meine Soße noch darüber bestreichen, aber da werde ich noch ein Ei hineingeben. In die Soße gebe ich dann noch ein Ei rein und damit werde ich dann mein Börek bestreichen. Gebe ich jetzt die restliche Soße auf mein Börek drauf. Jetzt kommt das bei 180 Grad in den Ofen. Ich werde es dann einfach goldbraun backen.
Das ist richtig super, super lecker geworden. Und Wasserbörek ist leider nicht einfach zum Backen. Schmeckt natürlich richtig lecker. Und das ist dann genauso wie Wasserbörek geworden. Hoffentlich hat euch auch dieses Rezept gefallen. Ich wünsche allen, die es ausprobieren möchten, viel Spaß dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Videos teilen und kommentieren würdet. Alle, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, können den jetzt abonnieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.